Aber jetzt bin ich zu alt. Ich habe gegen eine Wand gekickt. Aber dann war gegen jemand ins Tor. Da habe ich aufgehört zu spielen. Es war zu schlecht. Aber Sie sind ja auch nicht zum Fußballspielen hier. Den offiziellen WM-Song singen Il Divo. Sie haben sofort zugesagt, als man Sie fragte. Alle vier drücken bei der WM kräftig die Daumen für ihre Teams. Wenn ich in Spanien bin, dann unterstütze ich Real Madrid. Und bei der WM bin ich natürlich für Spanien. Hoffentlich gewinnen sie. Naja, sie werden wohl nicht gewinnen, aber träumen darf man ja. Ich denke, dass Frankreich ein tolles Fußballteam hat. Das brasilianische Team ist sogar noch besser. Brasilien hat ein starkes Team, auch Argentinien. Auch England könnte ins Finale kommen. Deutschland wird auch sehr stark spielen. Aber ich glaube, es ist natürlich hier das Schweizer Team, das für mich am meisten zählt, das ist ganz klar. Und ich hoffe, es ist ein junges Team und sehr dynamisch, also ich hoffe, dass sie gut scoren werden. Ansonsten, als ich noch in der Schweiz wohnte, weil ich ein Luzerner Hinterländer bin, war es natürlich der FCL, der FC Luzern, der meine Stimme hatte. Der Videoclip zu Time of Our Lives von Il Divo und der Sängerin Toni Braxton. Zuschauer. Es wird unglaublich sein. Da ist man auf der Bühne schon mehr als nervös. Gibt es etwas Emotionaleres als solch ein riesiger Ort wie München? Man würde nicht glauben, dass klassischer Gesang und Fußball zusammen funktionieren. Aber scheinbar passt es genau zur Dramatik dieses Ereignisses. Wir sind natürlich wahnsinnig aufgeregt und es ist wahnsinnig lustig, auch weil wir alle eigentlich nicht große Fußballfanaten sind, aber weil wir so stark mit dem ganzen Thema konfrontiert sind natürlich, sind wir wahnsinnig auch aufgeregt, die Spiele zu sehen. Wochen viele Tore und unzählige Menschen jubeln sehen wird. Il Divo liefert den Sound dazu. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland hat begonnen. Mit all ihren Superstars des Fußballs.